Hallihallo und willkommen zur 48. Folge des FIFA 13 Road to Glories. Und ja, wir starten die Episode natürlich regelrecht, traditionell wie immer, mit unserem Hauptteam diesmal in ein Spiel rein und kommen gegen dieses, ja, Hybrid-Team aus Spanien und Barclays Premier League. Ganz ordentliches Team, nicht alle auf der richtigen Position und Formation, aber passt schon. Sahin mit der ersten Chance. Leider nicht reingegangen. Aber dann in der nächsten Gelegenheit ist es Ekichi, der sich hier irgendwie gegen Luis durchsetzt. David Luis findet Yildirim, der findet wieder Sahin und der vergibt gleich seine zweite Großchance in dieser Partie. Dann aber Yildirim lässt sich nicht mehr von David Luis einfangen, ist einfach schneller als er, aber scheitert am Pfosten und der Nachflankenschuss geht auch nicht rein. Ihr seht schon, wir waren am Anfang total dominierend. Keinerlei Chancen für den Gegner. Elia nochmal auf Außen, zieht dann in die Mitte und wieder ist der Keeper da. Ich glaube, der hatte De Gea im Tor, De Gea, aber ich bin mir gar nicht sicher. Dann aber wieder Yildirim und es waren gerade mal ein paar 20 Minuten gespielt und dann steht es endlich 1-0. Hochverdient natürlich, wenn ihr gesehen habt, was für Chancen wir vorher hatten. Und auf dem Zeitpunkt dachte ich, gut, wird eine easy peasy Kiste, vorletztes Spiel, das müssen wir natürlich gewinnen. Also wir haben jetzt noch zwei Spiele, brauchen 6 Punkte, da wir ein paar verloren hatten und es ja nicht aufgenommen wurde, hatte ich ja schon erzählt. Und ja, 2 Spiele, 2 Siege brauchen wir, ist natürlich eine Aufgabe. Hier steht plötzlich 1-1 direkt im Gegenzug und wieder im Gegenzug ist es dann Richards, der aber mal wieder am Keeper scheitert. Der hat zwar immer noch einen sensationellen Schuss, aber er trifft halt ziemlich auf die Latte und so und auch der Nachkopfball von Felipe Santana geht nur rüber. Dann allerdings wieder Richards, der ist hiermit ein bisschen Trickery probiert, wird fast gefoult und am Ende ist wieder De Gea im Tor da, der bis zu diesem Zeitpunkt eine sensationelle Partie abliefert. Ein weiteres Mal kommt der Ball zu Kasim Richards und diesmal gibt er sich keine Blöße. 41. Minute, das 2-1 und quasi wieder nur Sekunden später Pech hier, dass ich den Ball nicht bekomme und Callejon mit dem 2-2 Ausgleichstreffer. Ziemlich bittere Sache, vor allem immer so kurz nach meinem Tor hat er auch getroffen. Das sollte noch interessant werden im Laufe der Partie, könnte ich sagen. Und dann das 3-2 durch Yildirim, zählt aber nicht durch Abseits. Ich hatte ehrlich gesagt auch Ekichi versucht anzuspielen, der wäre nicht im Abseits wohl gewesen. Naja, sei es drum, sollte nicht sein, stattdessen unser Gegner, der plötzlich dadurch Morgenluft geschnuppert hat und Rodrigo feuert den Ball aus kürzester Distanz am Keeper vorbei. Ekichi dann aber will das Spiel wieder offen gestalten, setzt sich hier mit ein bisschen Glück gegen José Enrique durch und dann der Finesse und wieder ist De Gea da und auch im Nachschuss schaffen wir es nicht. Der Freistoß des Shaqiri dann wird natürlich auch wieder gefährlich, aber wieder De Gea im Tor, der einfach eine Sensationspartie gespielt hat. Bis dann mal wieder Richards antritt und im zweiten Versuch dann tatsächlich durchkommt und den lässt sich ein Superstar wie Kasim Richards nicht nehmen. Aber es kommt, wie es kommen muss. Eine Ecke scheint die Partie dann doch vorzuentscheiden. Mit so einem späten Tor trifft er dann zum 4-3 und dann sollte es wirklich ernst werden. Nein, ich habe euch gesagt, Richards, weil ihn viele haben wollten, der so unfassbar im Preis gestiegen ist. Ich habe ihn ja für 950 Münzen gekauft und ihr seht hier auch, wieso er so einen geilen Preis gestiegen ist. Er ist einfach sensationell. Nein, anscheinend scheint er zu wechseln, also ist immer noch nicht offiziell raus, deswegen kann ich es nicht sagen. Der Preis ist wieder von 14.000, wie er einmal kurz war, deutlich runtergefallen auf jetzt zurzeit knapp 7.500. Richards hier nochmal den Pfosten, der die Partie hätte wieder direkt drehen können, aber nein, natürlich nicht. Und auch Ekichi, der dann nochmal scheitert. Ja, der Preis ist zurzeit wieder am droppen, am runtergehen und ich denke mal, er wird auch wieder weit unter 5.000 runtergehen und dann ist er wohl für jeden wieder verfügbar, denke ich mal. Dann aber wird es nochmal richtig ernst, 85. Minute und Santi Cazorla mit dem 5-4, eine unfassbare Partie und denkt dran, wir brauchen den Sieg, wenn wir den Titel haben wollen. Es wurde also nochmal richtig eng und dann hier macht er einen krassen Fehler mit Koscielny, Richards setzt sich durch und das ist halt der Außenriss von einem Kasim Richards. Ausgleich in der 90. 5-5 und dann wurde es etwas kurios, denn ja, er fing an Eigentore zu machen ab dem 5-5. Ich kann euch nicht sagen, was los war. Vielleicht hat ihn das Tor in der 90. Minute so geschockt, dass er das unbedingt so machen wollte und ja. Partie endet am Ende, glaube ich, 9-5. Wir gewinnen wie auch immer dieses erste Spiel von den zwei Entscheidungsspielen.
vier Tore von Kasim Richards und letztendlich auch ziemlich ausgeglichen Partie gewesen. Ich hätte es wohl gewinnen sollen. Sieht man auch an den mehr Schüssen. Und ja, damit hatten wir noch ein Spiel. Und einen Sieg brauchten wir noch. Genau ein Sieg, 3 Punkte für den Titel, den wir natürlich auf jeden Fall gewinnen wollen. Und kommen gegen ein Team, gegen das man bei in so einem Entscheidungsspiel alles andere als treffen will. Ah, ja. Ein 4-3-1-2-Team mit Balotelli und Aguero. Aufgepushte Spieler auf allen Seiten und Ecken. Hinten Vidic, Kompany, Maicon, Ashley Cole, Bale und Hazard noch im Mittelfeld, im Zentralen. Mensch, Mensch, Mensch. Das war wirklich ein ziemlich heftiges Team, vor allem mit den aufgepushten Karten. Sollte nicht einfach werden. Denkst du, 1-0, Nuri Sahin mit seinem ersten Tor, glaube ich, für uns, mit dem rechten Fuß. Ist ja nicht gerade sein Stärker. Aber wen interessiert's? 13. Minute, Yildirim setzt sich irgendwie gegen Maicon durch und es steht 2-0. Das Ding war am Laufen und wir hatten alle Möglichkeiten, uns den Titel zu sichern. Seine erste Chance dann standesgemäß nicht drin. Da hatte ich ein bisschen Glück. Den hätte er gut und gerne eigentlich machen sollen. Aber es interessiert keinen, denn Richards setzt sich wieder durch und hat die Chance aufs 3-0, aber scheitert am überragenden Joe Hart. Der zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht so überragend war. Aber dann ist es wieder Kasim Richards, einfacher Roulette. Dann kommt noch Kompany dazu. Egal, er nimmt den Near Post und es steht 3-0. Ja, zu diesem Zeitpunkt waren wir natürlich total am Dominieren, haben den Gegner total auseinandergenommen. Nächste Chance, Ekichi. Und wir wollten den sicheren Sieg, Kasim Richards, 4-0 nach 30 Minuten ungefähr. Und ich war total überrascht, wie das Ganze hier verlief. Nächste Chance, wieder Yildirim gegen Joe Hart, aber diesmal scheitert er nicht, denn es steht 5-0. Ja, damit war die Partie natürlich eigentlich gegessen. Ich konnte eigentlich ziemlich entspannt so mal angehen. Nochmal Joe Hart mit der Parade und verhindert so das 6-0. Und dann schreiben wir natürlich nochmal kurz vor der Pause, 45. Minute. Und ja, er bekommt natürlich noch die Chance, trampt den Ball rüber zum Sweaty Goal. Ah ja, gut, wir haben eins gemacht, das heißt, das hat er sich auch verdient. Ja, es steht auf jeden Fall nur noch 5-1 und ab diesem Moment hat sich die Partie plötzlich gedreht. Ich meine nicht so schnell, wie ihr seht, das meine ich schon hier paar 60. Minute, aber Aguero mit dem 5-2. Danach aber die Chance für Richards, der scheitert an Joe Hart und auch der nachfolgende Kopfball sollte nicht reingehen. Aber es wurde auf jeden Fall nochmal eng, 75. Minute, noch einmal Balotelli und plötzlich nur noch 5-3. Ein bisschen eng wurde es quasi also nochmal, aber es sollte reichen. Wir gewinnen den Titel, den Liga 1 Titel mit diesem wunderbaren Team, was wir erst erstellt haben, natürlich direkt im ersten Anlauf. Ich würde sagen, das ist mehr als die mal erfolgreich. Und ja, eine Saison werden wir noch mit dem Team spielen, dann kommt Neues. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren natürlich nicht vergessen. Wir öffnen noch unser Goldpäckchen und es ist nur Scheiße drin. Und ja, wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich würde sagen, bis dahin, Leute. Tschüss.